An Ostern werden die Spritpreise wieder in die Höhe schnellen. Viele Passauer flüchten seit jeher zum Tanken nach Österreich. Die PNP hat BP-Pächterin Claudia Haas befragt, wie in Schärding die Preisgestaltung funktioniert. Also es ist halt bei uns an den Tankstellen so, dass wir sicher hauptsächlich von den Deutschen, von unseren Nachbarn leben. Kommen alle gern zum Tanken zu uns. Natürlich ist vom Preis her, wir haben am Mittag immer die Erhöhung, das bei uns Gesetzpflicht ist. Mittag wird immer angehoben und mehrmals am Tag gehen wir runter mit dem Preis. Natürlich ist es ein bisschen traurig, weil wenn es in Deutschland teurer wird, merken wir es mir dann auch, wir gehen auch wieder rauf. Das ist leider im Grenzgebiet so. Der Wettbewerb in Schärding ist natürlich auch so, es ist Mittag einfach, dass angehoben wird, mehrmals am Tag runter, es fängt meistens irgendeine Tankstelle an, da geht der Konzern bzw. an, geht runter und dann folgen alle anderen laufende Zeit nachher. Also es ist sicher so, dass 85% ungefähr, schätze ich mal, Tanker, also dass wir mehr Deutsche haben, die tanken bei uns.